Ich bin jetzt immer. Yo! Unser drittes Spiel der Saison steht an. Bam, 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 gegen Kalkum Wittler. Ein Heimspiel, Leute. Ist tatsächlich gerade der Tabellenführer mit 4 Punkten. Das heißt doch nichts. Wir haben schon fast 4 Tore geschossen. Also 3 in 2 Spielen. Ist eigentlich eine gute Quote, wenn man unsere Gegentore rausnimmt. Heute wird es auf jeden Fall was, weil wir haben einen Torwart. Richtig. Da muss laufen. Torwart-Casting war erfolgreich. Wir sind ready. Lasst ein Like da. Bam, 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 bam. Bevor es losgeht, Bruder. Oberschenkel, muss ein bisschen diese Lockerung. Und ich habe noch eine kleine Challenge für den Mann hinter der Kamera. Ja, sobald du einen gelupften Pass spielst, der nicht ankommt, Mo, wirst du ausgewechselt. Das ist nämlich jetzt so jeder Statement. Ansage. Abwehrchef Mo, ein paar Fragen zum letzten Spiel. Da gab es ja einige Fehlpässe. Woran hat es gelegen? Ja, Menschen machen auch Fehler. Aber ich bin Mo. Alles klar. Wollen Sie im nächsten Spiel auch so viele Chips auspacken? Ja, da müsste ich erstmal so ein bisschen zurückhalten. Wir hoffen, dass es besser läuft, ne, mit den flachen Pässen. Aber wir gucken mal. Jetzt überraschen wir mal den Mo, weil es im letzten Spiel ja nicht so gut lief. Komm. Also Bruder, damit das mit den Fehlpässen im nächsten Spiel nicht so aussieht. Hier, nagelneue Schuhe, zieh sie dir rein. Ist aber original, ne? Ist original. Adidas Schuhe, damit die Chips sitzen, ne? Ja, mit den Nocken, ne, da gehen die nicht nur 5 Meter, sondern 100 Meter. Ja, freust du dich? Auf jeden Fall. Ja, perfekt, sind aber nicht deine. Das sind für dich gestern keine Schuhe. Da helfen auch keine Schuhe mehr, Mo, bei den Fehlpässen. Bei den Fehlpässen hilft gar nichts mehr. Das ist nicht mein Nachname, wie in den Kommentaren gelesen. Das ist nicht mein Nachname, aber das ist meine Nummer. 18! Was ist los hier jetzt? Heute hier mit der 17. Salau. Salah. Nur ohne H. Salau. Bald habe ich die 7. Ich glaube, ich kann nicht spielen. Mo, ein Chip hat was raus. Auf den Kopf! So, wir starten mit einem klassischen 4-4-2 in das Spiel, haben erstmal Anstoß auf Boris die Bestie. Er macht das Ganze nochmal hintenrum, schönes Aufbauspiel da von Loco auf Marcel. Marcel nochmal raus zu Yannick. Unser Rechtsaußenverteidiger, er hat eine Eingebung, versucht sich durchzutanken, aber wir verlieren direkt den Ball, fahren uns den Konter in der ersten Minute ein. Und die Gegner schießen, aber Holzi kann den Ball blocken und ich kläre ihn erstmal. Geil. So, jetzt kommt der Gegner mal nach vorne, versucht das Ganze über rechts zu spielen. Aber da haben wir natürlich Spidey und der macht das super, behauptet hier direkt den Ball. Spielt auf Loco. Loco guckt ein bisschen. Ah, geht nochmal zurück. Spielt auf Holzi. Ja, das bin ja ich. Da ist einfach diese Brotatoes-Connection da. Ja, wir können wirklich Fußball spielen, Leute. Das ist super schön. Spidey spielt den Ball auf Cedric. Cedric versucht das Ganze schnell zu machen auf Boris. Spielt da einen Doppelpass mit Jan. Ich komme von hinten, wie ich es gerne mache, versuche den Jungs zu helfen. Hinterlauf jetzt hier Cedric, der nimmt mich aber nicht mit, sondern will nochmal hinten rumgehen, schaut jetzt ein bisschen. Sieht da Loco Floki und der spielt den Ball erstmal ins Aus. Jetzt gibt es erstmal einen hohen Ball. Spidey klärt den da schön mit dem Kopf auf mich und ich gehe ein bisschen, gucke ein bisschen, spiel den Ball auf Marcel. Der behauptet den Ball da super, ja, 2 Verteidiger noch da, tanzen ein bisschen, schöne Tanzeinlagen da wirklich von ihm. Rüber auf Cedric, er setzt sich durch, ist nicht vom Ball zu trennen, außer von Mo, super gemacht, aber der macht seinen Fehler auch wieder gut, bis er dann wieder den Ball verliert. Kalkum Wittler jetzt wieder im Angriff, versuchen das Ganze schnell zu machen, der Ball kann irgendwie geblockt werden, tropft trotzdem rüber, ein langer Pass und sie sind schon fast durch, der Torwart kommt raus und er hat ihn, aber der Ball kommt trotzdem noch weiter und zum Glück nicht das Tor. Jetzt in der Rückwärtsbewegung. Ich kann den Ball abfangen, spiele einen Fehlpass des Grauens, aber mach's wieder gut, leg ihn rüber auf Marcel. Der legt ihn dann nochmal nach rechts auf Mo. Was macht Mo? Er chippt natürlich den Ball ins Nichts. An der Stelle hätten wir ihn mal wieder rausnehmen müssen. Wäre auch für ihn eigentlich besser gewesen. Kalkum Wittler kommt jetzt hier über die Nummer 10. Aber nicht mit Cedric, unser Hulk. Boom, aber da lässt man doch einfach mal den Ball liegen und dann ist er auch wieder der Gegner im Ballbesitz. Jan hat den Ball im 16er, zieht ab, aber der Torwart hat ihn! Hand, das ist so ein Handspiel, Junge! Bruder, das ist der Torwart, der darf Hand nehmen. Also, Abstoß aus unserer Seite. Timo schlägt einen schönen langen Ball, aber wir verlieren den irgendwie direkt. Ich kann ihn auch nicht mehr weggrätschen, die Nummer 8 ist jetzt durch, frei vorm Tor. Und da hat er leichtes Spiel, er schiebt den einfach nur noch rein. Was will man da machen? Also, wenn du sie vorne nicht machst, dann kassierst du sie hinten, ne? Ja, genau so sieht's aus. Jetzt ein Freischuss für uns. Musti bringt den super rein, aber kann geklärt werden per Kopf zu Loco, der versucht abzuziehen.
Marcel denkt sich, komm, dann kann ich auch mal schießen, versuch's mal. Aber der nächste Gurkenschuss und er tropft natürlich irgendwie wieder zum Gegner. Kalkum Wittler wieder frei vorm Tor, wird es das 2-0 gegen uns? Nein, Timo ist da! Er setzt nach, aber der Stürmer ist wieder am Ball, versucht aber Timo schon wieder da. Das ist wirklich ein Nummer 1 Keeper. Nicht schlecht, nicht schlecht. Kalkum Wittler jetzt wieder im Angriff, hier über die linke Seite, spielen den Mo mit einem schnellen Doppelpass aus. Der hat keinen Bock mehr, setzt sich erstmal hin. Keiner wusste, was genau da mit Mo passiert ist. Boris jetzt am Ball, macht das Ganze hier schön, spielt einen aus, nimmt Can mit. Can, guck nochmal hinten rum, nimmt da nochmal einen mit. Ich weiß gar nicht wer, aber war auf jeden Fall einer. Ich spiele den Ball hier nochmal auf Cedric, der tankt sich mal wieder durch. Wir bemerken da, dass Mo schon wieder auf dem Boden liegt. Er scheint sich doch ein bisschen ernsthafter verletzt zu haben, aber zu dem Zeitpunkt wussten wir noch gar nicht, wie schlimm es dann wirklich sein wird. Deswegen spielen wir hier den Ball ins Aus. Bleibt einfach bis zum Ende dran, um zu sehen, was da mit Mo wirklich passiert ist. Mo musste dann leider raus. Für ihn kam unser 2-Meter-Mann Niklas, der hier den Ball erobert. Spielt ihn raus auf Boris. Boris rüber auf Cedric. Cedric versucht da Can zu schicken, aber der ist einfach viel zu langsam mit seiner Höchstgeschwindigkeit von 13 km/h. Wir befinden uns hier wieder in der Verteidigung. Kalkum Wittler im Angriff. Ich kann den Ball irgendwie klären. Direkt in den Konter rein. Und Can kann den Ball da behaupten, spielt ihn raus auf Cedric. Cedric hat die Möglichkeit, das Ganze schnell zu machen, aber spielt nochmal zurück auf Can. Can auf Spidey. Spidey macht die Meter, läuft ein bisschen. Guckt, was passiert. Und täuscht nochmal an. Und läuft ein bisschen. Und spielt einen wunderbaren Pass auf Boris. Der schickt Can, aber der ist mal wieder zu langsam. Mann, jetzt geh doch mal laufen, Digga. Musti nimmt hier kurz den Gegner, hopp, spielt rüber auf mich. Ich mach mal wieder die Meter. Psych! Spielt den Ball zurück auf Holzi, Brotatoes Connection am Start. Ja, und da bin ich doch. Ich habe dann tatsächlich auch noch 30 Tore geschossen, aber es wurde leider nicht aufgenommen. Wir können hinten den Ball behaupten. Der Ball kommt zu Loco. Der setzt zum Galopp an, galoppiert übers Feld. Spielt den Ball auf Can, will den Doppelpass. Hört einfach selber, kriegt den Ball nicht. Raus auf Niklas, der behauptet den Ball mit seinen 2,20 Meter. Holzi am Ball, jetzt geht das Aufbauspiel wieder von vorne los. Ich nehme da Spidey auf links mit, ne? Da ist einfach wieder diese Brotatoes Connection. Der macht die paar Meter, denn da ist auf jeden Fall auch Platz. Ich rück natürlich noch nach, Spidey spielt den Ball wieder auf mich raus. Ich gucke ein bisschen, mach meine Meter und nehme natürlich auch noch rechts außen da den Yannick mit. Yannick nimmt wieder mich mit und ich spiele den Pass auf Niklas. Und Niklas, am Gedenken an Mo, spielt den Ball einfach mal ins Nichts. Cedric jetzt am Ball, versucht den Gegner zu pannern, das klappt nicht. Dann denkt er sich, komm, zieh ich einfach an ihm vorbei und es nur mit einem Foul zu stoppen. Wirklich ein sehr stabiles Spiel gemacht, der Junge hier, Applaus. Cedric setzt zum Fallrückzieher an. Und muss jetzt am Ball, er setzt zum Knöchelbruch an. Und Kalkum Wittler versucht das Ganze schnell zu machen über einen Konter, aber Loco, der macht das schlau, nimmt die Berührung mit. Und lässt sich ein bisschen fallen. Hast du gut gemacht, mein Junge. Musste jetzt verletzt, musste auch ausgewechselt werden. Kleiner Spoiler, es war nicht der letzte Spieler, der verletzt raus musste. Wittler schießt und Timo kann den Ball irgendwie klären. Ja, das gibt jetzt eine Ecke für Kalkum Wittler. Und da müssen wir jetzt nochmal ganz genau hinschauen. Wir sind alle noch am Reden, am Babbeln, unorganisiert. Der Spieler geht schon zur Ecke und in Liverpool-Manier bringt er die Ecke jetzt schnell rein wie gegen Barcelona. Sogar zu schnell für den Kameramann. Und der Ball ist einfach drin. 2-0. Jetzt Freistoß für uns. Ich führe ihn aus. Spiel ihn schnell auf Niklas, unseren Riesen. Der legt den ab auf Loco. Loco wird da gefoult, aber der Schiri entscheidet auf Vorteil. Marcel nimmt den Ball schön mit, spielt auf Can. Can lässt ihn abtropfen. Drehung und Schuss. Ach, der kann auch mal links unten reinspringen. Dann sieht das hier ganz anders aus, Leute. Der Ball springt wieder zu Loco. Loco wirklich immer am Ackern. Kämpft hier wie ein Wildschwein. Setzt er sich da durch. Oh ja, Loco. Und Loco wieder am Ball. Er tankt sich da wieder durch, verliert den Ball wieder, aber er gibt nicht auf. Er setzt immer wieder nach und das ist genau das, was wir brauchen. Kann er den Ball irgendwie klären und dann geht's auch in die Halbzeit. 2-0 der Stand. Zweite Halbzeit geht nicht gut los für uns. Wir sind wieder im Verteidigungsmodus. Der Ball kommt da auf unsere linke Seite, aber Loco mit der Wildschweingrätsche kann den Ball klären. Stark gemacht. Oink, oink. Kalkum Wittler hat den Ball da auf Außen, spielt den Ball irgendwie rein und... Ja, was will man dazu sagen? Der Stürmer nimmt den Ball gut mit, der ist nicht gedeckt. Wir waren da mental noch in der Kabine. Einwurf jetzt für Kalkum Wittler in unseren 16er. Und weil das Ganze so schön war, schauen wir uns hier noch ein Gegentor an. Jawollo! Aber könnt ihr euch selber mal die Aktion anschauen? Da war doch vorher noch ein Foulspiel, oder nicht? Boah, Junge! Nach dem 4-0 hat Kalkum Wittler dann angefangen, die Sportart zu wechseln und tackeln. Hier Cedric einfach aus dem Leben. Mein Gott, was soll das denn?
Niklas hat den Ball da, spielt den Ball raus auf Can. Can macht die paar Meter. Und was macht er jetzt? Was macht er denn da? Und dann packt er sich einfach den Gegner, ringt ihn zu Boden und beschwert sich dann auch noch. Dafür gab es übrigens eine gelbe. Danach hier die nächste unnötige Aktion von Kalkum Wittler, wurde direkt bestraft mit einem Kick in die Fresse. Natürlich keine Absicht von Marcel hier. Und jetzt hört einfach mal zu, was die Fans dazu zu sagen haben. Die Gemüter waren auch schon erhitzt. Mittlerweile haben wir auch unseren zweiten Torhüter Meli eingewechselt, jetzt aber auf dem Feld. Der macht das Ganze hier aber super, kann den Ball irgendwie behaupten und spielt den nochmal zurück. Loco jetzt hier mit einem Superpass auf Holzi, aber leider der falsche Holzi, da hat er wohl die Glatzen verwechselt. Der legt den Ball raus, wir fangen uns den Konter des Grauens ein, ich komme auch nicht mehr hinterher, Leute. Ich versuche da irgendwie noch mitzurücken, aber bin auch schon zu schnell, komm nicht an den Ball, der lange Pass kommt zum Gegner und der muss ihn nur noch reinschieben, das 5:0. Da fällt so ein bisschen Zeppelin im Hintergrund. Ach, das ist ja wirklich ein wunderschöner Zeppelin. Danke an den Kameramann, dass er den gefilmt hat. Boah, sonst hätte ich den verpasst. Der ist mir an meinem Spiel gar nicht aufgefallen. Jetzt sehe ich das ja erstmal. Und ein super Pass auf Can. Der steht schon vorm Tor und rechts unten wie ein Dreckiger. Zumindest ist das 1:5. Und das Tor war noch halbwegs drauf. Das ist super. Und weil wir erst zwei Verletzte haben, dachte Niklas sich, komm, heute mal wieder Außenbänder reißen. Gar keinen Bock. Im Großen und Ganzen war das aber doch ein solides drittes Spiel. Danke an das ganze Team und auf jeden Fall auch danke an die ganzen Fans, die jetzt auch auf den Platz gestürmt sind. Wir haben natürlich Fotos, alles gemacht, wirklich ein super Support und wir sehen uns im nächsten Spiel. Richtig gut gespielt für euch. Leute, folgt mir an auf Instagram. Ich bin Bruder, bist du fit fürs nächste Spiel? Wir brauchen dich. Auf jeden Fall. Ich glaube auch. Auf der Bank. Perfekt, Alter. Junge, er hat sich einfach das Bein gebrochen. Waden, Beinbruch. Bester Leben und bald OP. Und dann bald Cyborg mit Metallplatte. 1:5, Leute, ist ausgegangen. Ja, eigentlich ein ziemlich stabiles Ergebnis dafür, dass wir jetzt echt viele Verletzte haben. Also wir haben... Und das war der Tabellenführer. Wir haben drei Verletzte jetzt. Mo, Beinbruch. Unser Niklas, auch umgeknickt. Musti, auch umgeknickt. Alle dead. Ich weiß nicht genau, was die haben, aber es sieht auf jeden Fall nicht gut aus. Deren Knöchel sind doppelt so dick als normal. Das wird unser bester Freund in nächster Zeit, Alter. Unser wichtigster Spieler. Aber Mission, keine 10 Gegentore, war erfolgreich. Leute, lasst unbedingt ein Like da. Schaut bei Mo vorbei auf Insta und lasst ein bisschen Liebe da bei ihm. Ja, Mann, Junge. Trotzdem hier noch am Filmen. Ehrenmänner. Kostenloses Abo. Bald haben wir die Mio, Leute. Wir knacken die Stadt. Morgen ist einfach schon das nächste Spiel. Morgen ist das nächste Spiel und alle sind noch Invalide, Alter. Egal. Let's go. Hau rein. Ciao. Schaffen wir das.